Womit kann dir dieser bescheidene Händler das dir zeigen? Eine perfekte Ergänzung. Eine wie du willst. Spaß machen.
wie du willst. Oh, sorge dafür, dass... Die Menschen waren voller Makel, aber auf die Kunst verstanden sie sich. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Engel so neidisch auf sie waren. Hast du je einen dieser Vögel malen sehen? Du redest über Kunst. Jetzt? Hier? Es ist ein Museum. Ich weiß, dass wir eine Mission haben. Aber... Nicht jeder weiß die feinen Dinge im Leben zu schätzen. Habgier. Fury. Willkommen in der Halle meiner Schätze. Leider hast du vergessen, den Eintrittspreis zu bezahlen. Dein Leben. Hol es dir, wenn du dich traust. Abschau!
Womit kann dir diese Plastier zahlen? Eine perfekte Ergänzung. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Wie du willst. Oh, sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Let's go.
Wer braucht schon ein Museum, wenn man hiermit eine Sammlung herumtragen kann? Ach, Banausen! Willkommen zurück, Fury. Es ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. Entführst du all deine Gäste? Du wärst nicht so respektlos, würdest du die wahre Macht kennen, die ich dir biete. Dein Kampf mit Habgier hat gezeigt, dass dir deine Mission mehr wert ist als Besitztümer. Ein weiteres Spielzeug für mich? Wie aufmerksam von dir. Die Sturmfähigkeit. Nutze sie weise. Warum gibst du mir nicht gleich all deine Geschenke, wenn du unbedingt einen Reiter bewaffnen willst? In Fahrt! Sei gegrüßt. Lass dir Zeit.
Das wird Wulgrim ein hübsches Sümmchen einbringen. Wie du willst. Sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Come on.
Abrechnung ist gekommen, Trägheit. Der Kampf wird über dich richten. Schätze, bitte. Sieht so aus, als würde ich aus der Zeit in den Du hast keine Wahl. Man hat immer eine Wahl, Schätzchen. Ich wähle den Verzicht auf eine Wahl. Viel zu lästig. Ich würde dich auslachen, aber das ist mir zu anstrengend. Sei nicht beleidigt. Ja. Du spielst deine Rolle in unserem kleinen Moralitätsspiel wirklich gut. Aber ehrlich, wozu denn nicht? Das ist die Apokalypse. Oh, ich bin völlig darüber hinweg. Mich interessiert nur die Bequemlichkeit. Kommt mir bekannt vor. Ruhe. Und wie du fliegen kannst, kann ich viel erklären. Nur dafür leben sie. Solltest du auch mal versuchen. Warte kurz, dann suche ich dir ein paar Das werde ich, sobald du und deine Sippschaft tot seid. Ich hoffe nur, die anderen wehren sich mehr als du. Lass sie kämpfen oder untergehen. Das kümmert mich nicht. Du begreifst es doch, nicht wahr, Reiter? Die Sinnlosigkeit. Schließ dich mir doch an, streife deine Bürde an und genieße das Nichts. Würde dir bestimmt leicht fallen. Würdest du deine Mission aufgeben? Nein. Ich kann deinen Selbsthass bis hierhin riechen, Herren. Darf ich vorschlagen, dass du diesen Hass nach außen trägst? Du bist kein Versager. Noch nicht. Mir ist doch klar, dass das alles vergebens ist, Schätzchen. Nichts hat Let's go.
Es ist bloß ein Spiel. Ein dummes, sinnloses Spiel.
Thank you.
Es ist genug! Genug! Bitte, rette mich! Womit kann dir dieser Blast, wie du willst? Oh, sorge dafür, dass sie schreien, Reiter.
was? Was ist passiert? Wo bin ich? Herren, wie geht es dir? Nicht besonders. Wo ist der Ernte? Wie es scheint, wurdest du für später aufgehoben. Oh, my God.
Ich will nicht sterben. Bleib weg von mir. Kannst du mich hier rausholen?
Hornet kann dir bitte... Lass dir Zeit. In letzter Zeit ist es hier viel lebhafter. Das ist nur dir zu verdanken. Du hast der Menschheit eine Chance gegeben. Dafür möchte ich dir etwas geben. Dieses Schmuckstück verstärkt deine pure Kraft. So wirst du noch bedrohlicher. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Interessant. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Wirst du ordentlich Verwüstung anrichten. Hab ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlich. Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Interessant. Alles Gute, Fury. Und diese Menschen sind hier willkommen. Ich heiße dich willkommen. Ohne dich wäre ich da draußen gestorben. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Bitte, lass dir Zeit.
Yeah.
Yeah!
Was willst du? Ein Dämon! Ein Dämon! Sieht bedauerlich aus. Etwas zu protzig, wenn du mich fragst. Ausnahmsweise bin ich deiner Meinung. Was denn? Etwas ist mit diesem Ort. Oh, wirst du jetzt etwa religiös? Ich werde nicht zögern, dir den Beobachterkopf vom Beobachterleib zu schlagen. Weniger Sarkasmus, notiert, Herrin. Oh, bedecke deine Augen! Sorry. Was ist das? Sieh an, sieh an. Mal dir meine Enttäuschung aus. Die Vorstellung, dass das Beste ist, was der Rat zu bieten hat. Von den berühmten vier Reitern schicken sie den allergeringsten und erbärmlichsten. Hochmut, charmant wie eh und je. Ich komme deinetwegen. Ach, wirklich? Als wüsstest du etwas mit mir anzufangen, wenn du mich haben könntest. Bitte. Verschone mich. Bist du nicht eine der sieben großen Todsünden? Kämpfe, statt vor mir zu kriechen, du aufgeblasener, erbärmlicher! Dein Spott ist vergeudeter Atemreiter. Nicht lästiger als das Summen meiner Fliege. Meine Beachtung nicht wert. Wie alles aus dem großen Experiment des Schöpfers. Selbst die größten Schätze des Himmels und der Hölle verblassen in meinem Licht. Verkriech dich wieder in das Loch, in dem du geboren wurdest. Wenn ich die letzte Sünde auf diesem armseligen Felsen bin, dann gestatte ich dir vielleicht eine Audienz. Wenn ich fertig bin, ist keine Sünde mehr übrig. Das sagst du. Angesichts deines Zustands halte ich eine erneute Begegnung für höchst unwahrscheinlich. Doch solltest du dir tatsächlich meine Gunst verdienen, findest du mich in Iris. Auch wenn ich bezweifle, dass jemand wie du an einem Ort willkommen wäre, der so kultiviert ist. Nur zu, überrasche mich, Reiter. Bis dahin.
ein unausstehliches Geschöpf. Ich werde nie begreifen, wieso sie an solchen Dingen hängen. Herrin. Sie klammern sich so verzweifelt an diese Bilder, die Symbole des Himmels und der Hölle. Sie? Die Menschheit. Tausende von Jahren hielten sie die Frucht der Schöpfung in Händen und ignorierten sie, um stattdessen über Totems und Fabeln zu streiten. Was hat der Schöpfer bloß in ihnen gesehen?
Weißt, wie man sich Gehör verschafft. Wortwörtlich.
gab Last dir Zeit. Das wird wohl drin. Ein hübsches Söhnchen, Eidling. Wie du, das wird uns beiden Spaß machen. Wie du willst, leb wohl vor ihm. Du wirkst abgelenkt. Wir Reiter werden von vielen Dingen bestimmt. Unsere Mission, unseren Darf und unsere Einsamkeit.
So lange, wie ich zurückdenken kann, war Wüter mein einziger Begleiter. Vergiss es. Ein Reiter wird nicht durch sein Pferd entstellt. Vorne, Herren, was ist das? Wahrscheinlich ein neues Opfer für mich. Ach, Mann. Oh, wie niedlich. Das ist so etwas niedlich. Womöglich habe ich übertrieben, doch es ist... unschuldig. In dieser Welt ist nichts unschuldig. Wenigstens war dein niedliches Monster zu etwas gut. Wie rüde. Selbst für deine Verhältnisse, Herrin. Let's go!
Pferde wäre diese Reise viel einfacher. Nochmal. Du bist zum Beobachten hier, nicht zum Reden. Oh, ich bin wegen viel mehr hier. Gehört Sterben dazu? Eine Drohung. Das habe ich noch nicht entschieden. Yeah.
Womit kann dir dieser Leb wohl, Boy. Erst. Womit kann dir dieser Blast dir zeigen? Wie du willst. Sei gegrüßt, bitte, lass dir Zeit. Thank you.
der Schau! Gib dir das als Gefühl, sinnvoll genutzt zu haben. Können wir den Kampf jetzt beenden? Sei gegrüßt. Bitte, lass dir Zeit.